Hallo, ich bin Sebastian Schäfer. Ich möchte dir heute dabei helfen, einen passenden Einsteigersatz für dich zu finden. Ein ganz wichtiges Kriterium bei Golfschlägern sind die Griffe. Die Griffe gibt es in ungefähr 4 verschiedenen Griffgrößen. Es gibt einmal Damenstandard, Herrenstandard, Midsize und Jumbo. Je nachdem, wie groß deine Hand ist, solltest du auch deine Griffstärke wählen. Wenn du einen Satz neu erwirbst, dann ist es meistens relativ einfach. Die ganzen Herrensätze haben natürlich Herrenstandardgriffe drauf, die Damensätze haben Damenstandardgriffe drauf. Eine kleine Überprüfung, ob das Ganze für deine Hand gut ist, solltest du allerdings trotzdem machen. Wenn du einen Satz gebraucht kaufst, müsstest du die Griffe, wenn möglich, schnellstens erneuern. Griffe sollten ungefähr 2 Jahre auf einem Schlägersatz draufbleiben, danach müssten sie erneuert werden. Der große Vorteil ist, für wenig Geld kriegst du das Gefühl eines komplett neuen Satzes. Wenn du die Griffe erneuerst, kannst du auch gleich schauen, ob die Griffstärke zu dir passt. Das Problem ist, ein zu kleiner Griff würde dafür sorgen, dass du, wir nennen das in der Fachsprache, zu stark greifst. Das heißt, dass deine Hand zu sehr über den Schläger rumgreifen kann. Hierbei ist es schnell passiert, dass du die Schlagfläche schließt und deine Bälle dann nach links fliegen. Bei einem zu dicken Griff wirst du tendenziell eher zu schwach greifen. Das heißt, deine Hand kann nicht weit genug über den Griff rübergreifen und deine Bälle werden nach rechts tendieren. Das ist allerdings nur ein grober Anhaltspunkt. Das heißt, wenn jetzt deine Bälle auf der Range nach rechts fliegen, bitte renn nicht gleich ins nächste Fachgeschäft und kauf dir dünnere Griffe. Das ist nur eine Sache, die passieren kann. Die Handgelenke sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Geschwindigkeit zu produzieren. Das heißt, die sollten am Griff so positioniert sein, dass sie das Ganze auch können. Ist der Griff zu klein oder ist der Griff zu groß, wirst du Schwierigkeiten damit haben, deinen optimalen Golfschlag für dich selber zu finden. Ein Anhaltspunkt für dich sollte sein, dass wenn du den Schläger durch die Hände verlaufen lässt, also durch die Finger verlaufen lässt, und zugreifst, der Mittelfinger gerade so dein Handballen berühren kann. Dann hast du eine gute Griffstärke für dich selber gefunden.